So, liebe Leute, und damit willkommen zurück oder willkommen zu einem neuen, sagen wir mal, Let's Play. Es ist an sich kein richtiges Let's Play, weil das ist ein reiner Multiplayer. Wir spielen Battlefield 2042. Jetzt spielen wir quasi als erste Folge einfach mal Eroberung der Epochen. Es ist die erste volle Runde, die ich in Battlefield 2042 überhaupt spiele. Ich habe eben schon mal eine Runde Eroberung so zum, weiß nicht, so das... Das letzte Viertel habe ich mal mitgespielt, ja, also ansonsten bin ich hier noch, ja, völlig neu in diesem Spiel. Genau, ich nutze das Ganze auch quasi nur als kleinen Lückenfüller, also es wird jetzt kein dauerhaftes Projekt sein. Genau, ich sag's auch direkt, ja, ich und Multiplayer-Spiele auf der PlayStation oder Multiplayer-Shooter, sagen wir es mal eher so, ja, nicht so viel Erfahrung. Ich bin in Multiplayer-Spielen, habe ich meistens, sagen wir mal 98% auf dem PC verbracht. Ja, deswegen, ich lasse mich selber jetzt auch mal überraschen, wie das Ganze hier laufen wird. Ja. Aber es wird schon werden, irgendwie. Na, man wird schon reinfinden und dann werden wir bestimmt auch die eine oder andere spaßige Runde hier erleben. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt auch nicht so klug war, die ganze Zeit zu Fuß unterwegs zu sein. Aber wir laufen einfach mal mit dem Kameraden hier mit und dann... schauen wir mal, wann wir uns hier an die Front hingekämpft haben. Ja, also nicht, dass wir jetzt erstmal 10 Minuten laufen, bis wir dann mal irgendjemanden sehen und dann vermutlich auch noch einfach überfahren oder einfach direkt abgeschossen werden. Okay, so. So, wagen wir uns hier auch mal langsam vor. Da durch, da kommen wir durch. Jawohl. Siehst du, und genau das meinte ich. Ja gut, was willst du denn da jetzt auch machen, ne? Gegen Panzer ist halt schwierig. So, überspringen wir die 30 Sekunden mal, das brauchen wir jetzt nicht. D1, so genau, Aufklärer wollen wir sowieso nicht. Wir spielen jetzt einfach mal Sturmsoldat. Siehst du, da habe ich nämlich gerade gar nicht drauf geachtet. Wir da spielen. Oder welche Klasse wir da spielen. Okay, einfach direkt weg. Da kommen wir vor gerade schon Tagen, kommen wir da nicht hin. So kurz warten, dass sich unsere HP wieder aufgeladen haben. Ah, den brauchen wir nicht nochmal. Kein Gegner da hinten, oder? Das ist, glaube ich, ach, Sian. Ja, aus Battlefield 3 kennen wir die Map doch. Okay, aber ich glaube, wir sind hier in einer relativ schlechten Position. Okay, gehen wir mal weiter. Okay. Ja, ich habe die Map in Battlefield 3 tatsächlich sehr, sehr viel gespielt. Das ist dann jetzt natürlich nur die Frage, wie viel sich hier verändert hat. Aber jetzt so rein aus der Erinnerung hat sich hier tatsächlich bis jetzt nicht wirklich viel geändert. Aber jetzt sind wir da natürlich wieder irgendwo reingerannt. Aber hier ist halt weiter und breit auch niemand. Haben wir uns hier, glaube ich, so ein bisschen verrannt. Wir sind jetzt hier irgendwo tief im gegnerischen Gebiet. Aber kein Gegner zu sehen. So, schauen wir doch mal. Wir laufen hier garantiert gleich irgendjemanden rein. Ja, siehst du, der Treff muss man halt auch können. Okay. Puh. Wie war das? Wir haben. Oh, guck mal, wir haben tatsächlich sogar nur einen Assist bekommen. So, jetzt haben wir ihn aber. Das war auch gerade wieder knapp. Ich
Jawohl. Okay, das ist auch mit dem Controller dann irgendwie mal rumzuziehen, wenn auf einmal einer direkt neben einen steht. Das wird dann halt auch ein bisschen schwierig. Fuck. Ach, genau im falschen Moment. Wollte ich kurz nachladen. Na komm. So. Gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Na. Zack, direkt überspringen. Und. Ui, schaffen wir es nochmal, bevor es erobert wird. Was ist denn jetzt hier so die Frage? Aber befürchte glatt nicht. Ah. Knapp. Jetzt haben wir uns natürlich verraten. Kurz. Na komm, irgendwo hier muss er ja auch noch sein. Okay, dann legen wir uns hier eben hin. Bitte nicht direkt vor mir. Genau. So, ach komm. Ist hier genauso, wollte ich das nämlich nicht. Dass er sich direkt vor mich liegt. Das hasse ich immer. Das hasse ich immer wie die Pest. Ja, genau deswegen. Weil du kannst da nicht drauf reagieren. Du siehst ja nichts. Komm, Junge, verschwinde. Puh. So. Vorsichtig zurückerobern. Ziel wird gesichert. Okay, jetzt erobern wir auch langsam mal zurück. Es dürfen ruhig noch ein paar mehr kommen. Ah. Ach, Mist. Ah, da ist dann keine Chance. Schade. Schade, aber es hätte ja klappen können. Haben wir irgendwo ein Squad-Mitglied von uns? Natürlich nicht. Okay, dann geht's weiter. Jungs, hier sind hier irgendwo Gegner in der Nähe, oder was? Es läuft halt auch eher bescheiden, muss ich sagen. Also fürs gesamte Team, nicht nur für uns. Okay, hab ich jetzt erstmal keinen. Kann man immer einen Defibrillator eigentlich nur einmal einsetzen, wo ich das gerade da unten rechts sehe? Ist doch ein Defibrillator, oder? Ja. So. Siehst du erstmal ein bisschen. Weg. Ja, ich sehe dich da schon. Nein, raus. Siehst du, einsteigen wollte ich nämlich eigentlich gar nicht. Ei. Na komm. Steigen wir mal bei ihm ein, hä? Okay, das war jetzt auch keine gute Idee. So, direkt einfach überspringen. Und nochmal hier einsteigen und dann. Genau, hoffen, dass man nicht direkt nach 2 Sekunden wieder weggeschossen wird. So, wo ist denn dann hier dieser Punkt, der da unten ist? Ja? So, jetzt einfach abwarten, bis er erobert wurde. Jawohl. Ist ja, wenigstens so kann man ein paar Punkte machen. Das ist ja auch was. So, ist da oben jemand? Ich kann ja jetzt keine sehen, aber da ist auf jeden Fall wer. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie hochkommen.
dahin gekommen sind. Guck ich auch hoch, aber vermutlich ist er dann schon nicht mehr da. Gucken einfach mal. Ganz vorsichtig. Na, jetzt ist er da unten irgendwo. Und da ist noch einer. Ah. Ja, genau so sollte es natürlich nicht laufen. Nein! 25 HP hatte der noch. Okay. Starten wir jetzt mal dem Kameraden hier einen Besuch ab. Dann schauen wir mal, ob wir den wiederbeleben können. Spielen wir es einfach mal aus. Ein. Na. Ah. Ja. Muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Muss ich nichts zu sagen. Okay, machen wir nochmal Squad Spawn. Jawohl. Bleiben einfach hier. Schauen, ob da einer ums Eck kommt. Und solange das nicht der Fall ist, ist alles cool. Okay. Schau mal, ist hier irgendwo da. Ich trau dem Spuk hier nämlich nicht. Ah, ja. Stand da, guck mal, er stand auch noch eigentlich relativ gut sichtbar da. Man hätte halt nur hingucken brauchen. Ja, ich meine, das Match geht sowieso in die Hose, ne? Das ist jetzt am Punktestand eigentlich schon. Na, spawnen wir mal lieber hier. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas ausrichten können, wo er gerade erobert wird. So. Wenigstens ein bisschen was. Auf 1 Mission abgeschlossen. Puh. Genau, heilen wir uns mal. So, siehst du, geht gleich viel schneller. Ach. Da hockt er da am Eck. Da hockt er da am Eck, der blöde Sack. Na komm. Absetzen, genau. Schauen wir mal, vielleicht hockt er dann ja gleich immer noch da. Vorausgesetzt, wir finden die Stelle auch wieder. Das ist dann natürlich so das nächste Ding. Ach. Ist er. Okay, offenbar ist er weg, aber das ist trotzdem ein Panzer, dass ich die verschwinde hier. So, schnell nachladen. Ich weiß gar nicht, ob das gerade einer von uns war oder ein Gegner. Irgendwas hat sich da rechts im Augenwinkel bewegt. Na gut, laufen wir mal rüber. Vielleicht können wir hier irgendwie unterstützend tätig sein. Jawohl, neutralisiert haben wir schon mal. Und dann. Jawohl. Jupp. Okay, bei den ganzen Explosionen sehe ich gerade gar nichts. Gut, gehen wir nochmal darüber. Okay, das waren offenbar unsere Leute, alles Watcher. Ja, das ist halt so das Ding, natürlich bei Eroberung, das ist halt immer recht langatmig. Ich habe vorhin eigentlich auch versucht, ein Team Deathmatch-Spiel zu finden, dass wir wenigstens mal ein paar kurze Spiele machen, wo quasi direkt ein bisschen mehr los ist. Aber da hat er auch nach etwas längerem Suchen leider nichts gefunden. Ja, was jetzt?
Ja, okay, ich glaube, den hätte ich sowieso nicht wirklich treffen können auf die Entfernung mit dem Gewehr. Nee. So, irgendjemand, der mich heilt oder wiederbelebt? Nein. Okay, er hätte es jetzt vermutlich gemacht. Na gut. So, nein, wir wollen nicht hier gespawnt werden. Wir machen mal wieder Squad Spawn. Okay, können wir nicht, weil er im Kampf ist. Dann spawnen wir hier. Ja. Okay, weit und breit kein Freund da. Alles klar. So, wie viel steht's eigentlich? Ja, gut, das Ding ist gleich durch. Wie ist denn gerade. Kaum, dass ich sag, kommt auch schon die passende Musik dazu. Wo kam der denn jetzt schon wieder hinter uns war? Jupp. Ja, das lief jetzt tatsächlich einfach absolut nicht gut. Schauen wir mal, dass wir da. Okay, wenigstens den haben wir gerade nochmal bekommen. So. Okay, kommt er dann vielleicht von da gleich irgendwo? Oder ist er tot? Das könnt ihr jetzt nicht so gut verfolgen. Okay, haben wir den auch nochmal bekommen? Nein. Granate. Hm. Alles klar, keiner, der mich wiederbelebt. Anpassen und überleben. Trophäe haben wir bekommen, okay. Ja, 253, also wir waren wirklich, wirklich ganz weit hinten. Also es war noch nicht mal ansatzweise knapp. So, dann schauen wir gleich nochmal, dass vielleicht gleich nochmal die Tabelle kommt. Kommt. Hoppala. Kleiner Schluck auf. Okay. Kopftreffer Kills 5. Mhm. Trupp platziert. 7 von 20. Na gut, dann zeig mal her. Jo. Battle Pass Fortschritt. Okay. Level 3 sind wir dann jetzt direkt. Und es ist hier anscheinend nicht mehr so, dass die Tabelle angezeigt wird am Ende des Spiels. Aber gut. Gut, wir sind mit dieser Runde hier durch. Dann schauen wir mal, was wir morgen in der nächsten Folge so machen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis dann.